Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 12x12 Scenes. Es hat lange gedauert. Mein Oktober-Scene ist immer noch ausständig und wir haben schon den, ich weiß gar nicht, 8. November? 7.? 8.? Ja, irgendwie sowas. Also der November hat schon mehr als begonnen und mein Oktober-Scene war immer noch nicht fertig. Jetzt habe ich es gemacht und ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich habe hier gebastelt und kreiert und gemacht und getan und habe euch alle möglichen Dinge erzählt und mein Handy hat gar nichts aufgenommen. Ja, so, und dann stand ich da und habe gedacht, oh, ups, was ist jetzt passiert? Mein Scene ist fertig, mein Handy hat nichts aufgenommen. Okay, müssen wir jetzt mit leben, müssen wir mit klarkommen. Das Scene ist auf jeden Fall fertig, ich kann es euch jetzt zeigen und das mache ich auch. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Die meisten von euch wollen tatsächlich eigentlich das fertige Scene anschauen und natürlich die Geschichte hören, denn auch dieses Scene hat wieder eine kleine Geschichte in sich. Ja, also wenn der Prozess, der Schaffensprozess jetzt brennend interessiert hat, dann muss ich leider sagen, er ist verloren, er ist einfach verloren. Ich versuche gleich, wenn ich die Prompts abhake, euch ein bisschen zu erzählen, was ich gemacht habe. Und wer da noch irgendwie konkrete Fragen zu einem einzelnen Teil oder so hat, der kann das ja in die Kommentare reinschreiben und ich werde das dann entsprechend beantworten. Es tut mir leid, dass es so ist, wie es ist, aber damit müssen wir jetzt klarkommen. Also ihr Lieben, ich zeige euch mein Oktober-Scene. Es ging um das Hauptthema Struktur und ich glaube, das habe ich auch reingebracht. Und ich fange jetzt einfach mal an, euch die Geschichte zu erzählen und zum Ende hin erkläre ich euch dann, was ich gemacht habe. Also wen das nicht interessiert, wie das Ganze aufgebaut ist oder die Prompts oder so, der kann danach hier abschalten. Hört euch jetzt einfach erstmal die kleine Geschichte an. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von den zwei besten Freunden. Es waren einmal die zwei besten Freunde, Michi und Tommy. Und hier sieht man sie auch schon auf dem Titel. Die beiden Jungs waren allerbeste Freunde und ihre Lieblingsfarbe war Pink, sieht man hier an der pinkfarbenen Schleife und der pinkfarbenen Krawatte. Ja, Pink ist jetzt nicht unbedingt so die typische Farbe für Jungs und die beiden waren auch anders als andere Jungs und hatten es deswegen nicht gerade leicht in der Schule und in der Umgebung und zu Hause. Also sie hatten einfach eine schwierige Jugend, aber sie waren große Tierfreunde. Der kleine Tommy hatte am liebsten Hunde und der große Michi hatte am liebsten Katzen. Und wie man es ja weiß, Tieren ist es ganz egal, ob ihre Besitzer anders sind als andere Menschen. Hauptsache, es geht ihnen gut und sie sind, ja, wie soll ich sagen, sie geben nichts auf diese Dinge, ob jemand anders ist. Überhaupt nichts. Und das ist ja das Schöne bei Tieren, ne? Tiere sind einfach treu, egal wie man ist, ja, und wie man aussieht oder welche Farbe man besonders gerne hat. Ja, die beiden Jungs waren auf jeden Fall allerbeste Freunde und sie blieben das ihr ganzes Leben lang. Die beiden mussten aber natürlich irgendwie Geld verdienen. Ist ja logisch, ne? Muss man ja. Sie mochten aber nicht unbedingt so in einem Büro sitzen oder in die Fabrik gehen oder ein Handwerk lernen. Da hätten sie viel mit anderen Menschen zu tun gehabt. Und die waren ja schwierig, weil eben irgendwie so normal und so Standard und die beiden waren anders. Und deswegen haben sie sich entschieden, Malbücher zu gestalten. Also die Vorlagen in Malbüchern zu kreieren. Und das war dann eben eine ganz gute Möglichkeit, für die beiden ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dennoch ihr Anderssein zu leben. Und sie konnten weiterhin Pink als Lieblingsfarbe haben. Das war gar kein Problem. Der große Michi mochte am allerliebsten geometrische Muster und Zickzack und tobte sich da aus und gestaltete Malbücher und Malvorlagen. Und der kleine Tommy, der mochte am allerliebsten Blätter und Naturvorlagen. Ja, und Blätter waren sowieso sein Ein und Alles. Ja, und so gestalteten sie dann jede Menge Malvorlagen und sie entwickelten sich ein spezielles System, wie sie die Malvorlagen durchnummerieren konnten, damit sie nicht doppelt etwas in ihren Malbüchern publizierten.
Ja, und von den Malbüchern konnten sie ganz gut leben. Ja, und sie gestalteten halt jede Menge verschiedene Malvorlagen und hatten eigentlich ein ganz entspanntes Leben damit. Und ihr Motto, was auch an der Tür hing als Schild, war dieses hier: Everyone who passes through this door brings happiness, some by entering, some by leaving. Jeder, der durch diese Tür eintritt, bringt Glück. Manche, wenn sie kommen, und manche, wenn sie gehen. Ein sehr zutreffendes Motto, finde ich. Könnte ich mir an meiner Tür auch vorstellen. Nun gut, auf jeden Fall, ihr Hobby war Theater und Kino. Und sie gingen also wahnsinnig oft ins Theater und ins Kino. Und natürlich hoben sie sich auch die Tickets auf. Und einmal an einem besonders schönen Abend fiel dieses Blatt hier vor ihre Füße. Und das haben sie dann auch aufgehoben. Und natürlich jedes Ticket von jedem Theaterbesuch und von jedem Kinobesuch, wo sie jemals waren, das haben sie sich aufgehoben. Und als Andenken natürlich in einem Journal verpackt. Ist ja logisch, wohin sonst? Ja, ihr seht, es sind eine Menge Tickets schon zusammengekommen. Ja, und die haben sie sich alle aufgehoben als schönes Andenken. Ja, und so ging es dann einfach weiter mit Theatertickets. Das hier waren ihre Lieblingshaustiere. Der Michi mochte am liebsten die Katze und der Tommy am liebsten den Hund. Ja, und weil auch das allerschönste Leben irgendwann mal zu Ende geht, endete natürlich auch das Leben von Michi und Tommy irgendwann. Das ist ja völlig klar. Und es blieb nur noch ein leerer Sessel zurück, auf dem einige Katzen- und Hundehaare klebten, so wie es sich gehört bei Tierliebhabern. Ja, aber sie hatten ein wunderbar glückliches Leben. Das war die Geschichte von Michi und Tommy. So, und wer jetzt noch nicht genug hatte, der kann mir jetzt noch zugucken, wie ich die Prompts abhake. Genau, also Struktur, würde ich sagen, ist da mal drin. Allein schon durch diese plüschigen Felle. Dieses Stück hier soll das Katzenfell, das weiche, glatte Katzenfell darstellen, und das hier ist etwas rauere Hundefell. Also Struktur haben wir da auf jeden Fall schon mal drin. Struktur ergibt sich auch natürlich durch die genähten Dinge. Also Struktur haken wir mal ab. Entschuldigung. Malbuch haben wir auch. Denn diese Teile hier, auch die Rückseite von diesem Tag hier, sind aus diesem alten Malbuch. Das habe ich im sozialen Kaufhaus mitgenommen. Das heißt also, Junkteil Malbuch ist auch erfüllt und das Thema ist auch noch ein bisschen Malbuch, ist auch nicht schlecht. So, pink haben wir überall, also pinke Taschen, pinke Rückseite von den Tags, pinke Bemalungen und pinke Hintergründe in diesen Fenstertaschen. Dann haben wir Zickzack, genau, Zickzack haben wir erstmal Zickzackstich. Ich habe ja alle Fenster hier mit Zickzackstich eingenäht. Hier oben ist noch ein Zickzack und hier ist ein Zickzack auf der Rückseite von diesem Tag und hier ist auch noch ein Zickzack. Also Zickzack können wir schon mal abhaken. Dann haben wir Blätter. Blätter haben wir also erstmal hier, natürlich dieses große Monstera-Blatt. Hier sind Blätter drauf. Im Hintergrund ist eine Serviette mit Blättern. Und hier haben wir das echte Zitterpappelblatt. Ticket, Ticket ist eh klar, das haben wir jetzt schon ganz oft gesehen. Hier sind zwei Sticker mit Vintage-Tickets. Hier oben ist ein Ticket als Griff dran. Auf der Rückseite sind ganz viele Tickets. Und hier haben wir auch noch ein Theaterticket. Tickets sind genügend drin. Metallfarbe, das war das Schwierigste überhaupt, die irgendwo unterzubringen. Ich habe jetzt hier, seht ihr das hier am Rand, ein bisschen pinkfarbene Metallicfarbe auf die Zickzacknäherei aufgebracht. Und hier ist dieser pinkfarbene Metallic-Streifen auf dem Tag. Also untergebracht ist es. So, Packpapier war eigentlich fast das Schwierigste. Packpapier habe ich insofern integriert, dass ich hier diesen Griff für diesen Spielkartentag aus Packpapier gemacht habe. Und Möbelstück
haben wir dann hier hinten diesen Sessel, der ist vom Freebie. Ja, also alle Prompts erfüllt. Ich habe, was habe ich denn gemacht? Die Grundlage des Scenes besteht aus einem Stück kaffeegefärbten und ja, irgendwie eco-gedeihten Papier. Ich weiß nicht genau, das war mal in einer Happy Mail. Das hat grüne und rosa Spuren. Und deswegen habe ich gedacht, das passt sehr gut dazu. Dann habe ich, bevor ich das alles zugeklebt habe, also bevor ich die Taschen zugeklebt habe, habe ich halt innen in diese Taschen, also auf die Hinter-, die Rückseite, seht ihr da, auf die Rückseite habe ich dieses pinkfarbene geklebt, damit da ein Hintergrund hinter dem Fenster ist. Und ja, das war eigentlich das Hauptsächliche. Diesen Plüsch habe ich mit Teppichklebeband aufgeklebt. Diesen Tag habe ich ein bisschen umnäht. Ja, und ansonsten, dieses Blatt hier ist einfach in der Mitte mit einem schmalen Streifen doppelseitigen Klebeband befestigt. Dadurch bewegt sich das jetzt so. Hier hinter ist eine Serviette mit verdünntem Holzleim aufgeklebt. Und was gibt es noch zu berichten? Dieses Blatt habe ich tatsächlich mit U aufgeklebt, weil kein anderer Kleber wollte das hier wirklich fixieren. Das ist ein echtes gepresstes Zitterpappelblatt, also ein Espenblatt. Und das habe ich im letzten Herbst schon gepresst. Es hat seine Farbe ganz schön behalten. Ja, hier habe ich diese kleinen Tickets so aufgeklebt, dass immer nur, dass sie immer unten und an einer Seite festgeklebt sind, sodass ich die anderen dazwischen stecken kann. Und ich finde, das gibt so einen ganz schönen Effekt. Jo, das war das. Was gibt es noch? Genau, hier die beiden Spielkarten. Da habe ich einfach ein bisschen Packpapier auch dazwischen geklebt, damit die ein bisschen das Ganze ein bisschen stabiler und dicker wird. Und ich diesen doch sehr festen Griff hier mit einkleben konnte. Das ist jetzt also richtig, richtig stabil, wie eine stabile Pappe. Ja, und dann habe ich hier nochmal ein bisschen von dem Haaren da, von den Plüschhaaren aufgeklebt. Ja, und das war's eigentlich. Wer noch Fragen hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Im November geht es ja weiter mit dem neuen Thema Weihnachten. Und da mit dem Thema kann ja jeder was anfangen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was ich daraus kreieren werde. Ich weiß es noch nicht. Also, bis dahin, bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss.